Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wende mich heute an Sie, um Sie zum friedlichen Widerstand gegen die Politik dieser Bundesregierung aufzurufen. Der zweite Teil meiner Ansprache richtet sich direkt an die Kanzlerin dieses Landes. Niemals in der deutschen Nachkriegsgeschichte hat sich die politische Klasse angemaßt, dass von den arbeitenden Menschen erwirtschaftete Volkseigentum in einer solch verantwortungslosen Weise zu veruntreuen. Niemals in der deutschen Nachkriegsgeschichte wurde die politische Agenda derer, die die nationale Identität unseres Volkes schnellstmöglich zugunsten einer gesamteuropäischen Multikulti-Gesellschaft auflösen wollen, so kompromisslos umgesetzt. Niemals in der deutschen Nachkriegsgeschichte wurden so viele Verträge gebrochen und geltendes Recht so offensichtlich gebeugt. Wenn aber Recht zu Unrecht wird, hat Bertolt Brecht einmal gesagt, dann wird Widerstand zur Pflicht. Seit einiger Zeit sind wir Zeuge der sogenannten Euro-Rettungspolitik. Wir wurden Zeuge, wie unsere Rolle als der mit Abstand größte Nettozahler der europäischen Gemeinschaft in Beton gegossen wurde. Wir wurden Zeuge, wie die Zocker der Finanzindustrie, welche sich in Griechenland verspekuliert haben, nun ihre Ausfallrisiken unter Billigung unserer Kanzlerin an den deutschen Steuerzahler weiterreichen konnten. Wir wurden Zeuge, wie die arbeitenden Menschen dieses Landes in jedem Jahr etwas mehr zu Galeerensklaven wurden, die gegen griechisches und europäisches Versagen anrudern müssen. Dies habe ich bis vor einigen Monaten für die größte denkbare Verantwortungslosigkeit und den nicht mehr steigerungsfähigen Bruch des Amtseides der Kanzlerin gehalten. Aus heutiger Sicht muss ich allerdings einräumen, mich getäuscht zu haben. Denn die von linken Ideologen herbeigesehnte und von dieser Bundesregierung ermöglichte Masseneinwanderung wird diesem Land und seinen Bürgern einen geradezu beispiellosen Schaden zufügen. Begleitet und ermöglicht wird dies auch durch eine weitgehende Gleichschaltung staatlich kontrollierter Medien- und Fernsehanstalten, die inzwischen zum Werkzeug von Umerziehung und kollektiver Volksverdummung verkommen sind. Viele Bürger der neuen Bundesländer fühlen sich heute an die Verhältnisse im Unrechtsstaat der DDR erinnert. Der Unterschied scheint vornehmlich darin zu liegen, dass das Propagandafernsehen der DDR nicht zwangsfinanziert, sondern kostenfrei war. Nur so ist zu erklären, dass die Berichterstattung zum Thema Masseneinwanderung bewusst auf das Begriffspaar Willkommenskultur auf der einen und Ausländerfeindlichkeit auf der anderen Seite verengt wird. Manipulativ sind schon offizielle Sprachregelungen, wie die Verwendung des Wortes Flüchtling. Denn tatsächlich haben 70% der Einwanderer nicht die geringste Chance auf einen Asyl- oder Flüchtlingsstatus. Tatsächlich sind sie eigentlich als Wirtschaftsmigranten oder als illegale Einwanderer zu betrachten. Auch wenn längst klar ist, dass circa 4/5 der Einwanderer junge Männer sind, richten sich die Kameras grundsätzlich auf die wenigen Frauen und Kinder. Auch wenn illegale Einwanderer die Luftkammern ihrer Schlauchboote selbst zerstechen oder ihre Holzboote mit Äxten zerschlagen, sobald sich ein Schiff am Horizont zeigt, bejubeln die Medien Retter und Gerettete. Dass es sich in vielen Fällen um Wirtschaftsmigranten handelt, die nicht selten durch eine vorgetäuschte Seenot einen kostenintensiven Rettungseinsatz erzwingen, bleibt natürlich unerwähnt. Mit größter Selbstverständlichkeit belohnen wir eine solche Nötigung durch ein Schiffsticket direkt in unsere Sozialsysteme. Und was sagen unsere Qualitätsmedien dazu? Sie erklären uns, dass all diese Menschen Ärzte, Ingenieure, Facharbeiter seien, die unser Land ganz sicher bereichern werden. Günstigenfalls
wird von Ängsten in der Bevölkerung gesprochen, die man ernst nehmen müsse, obwohl sie selbstverständlich absolut irrational und unbegründet sind. Wer aber darauf besteht, dass bestimmte Gefahren real seien, dem wird medienwirksam die soziale Anerkennung entzogen, indem man ihn zum rechten Ausländerfeind abstempelt. Nicht alle haben das Rückgrat, diesem medialen Druck standzuhalten. Nicht wenige sind bereit, die eigene Selbstbehauptung aufzugeben, um sich mit gutmenschlichem Lächeln auf den Lippen der scheinbaren Mehrheitsmeinung anzuschließen. So funktioniert das Machtinstrument der Meinungsunterdrückung. Genau so macht man aus Bürgern Untertanen. Deshalb fordere ich Sie, die Bürger dieses Landes, heute auf, den Mut zur eigenen Meinung zu finden. Finden Sie den Mut zur Wahrheit. Meine Damen und Herren, zurzeit leben bereits 700.000 Migranten mit abgelehntem Asylantrag unter uns. Dennoch erhalten sie Leistungen aus unseren sozialen Sicherungssystemen. Leistungen, die Sie als Steuerzahler erwirtschaften müssen. Nach letzten Schätzungen werden in diesem Jahr weit mehr als 1 Million Einwanderer dazukommen. Mindestens 300.000 von ihnen sind nicht einmal registriert. Ihre Namen und Aufenthaltsorte sind also nicht bekannt. Allein in den letzten 3 Septemberwochen waren es 230.000 Migranten, was zu einer Hochrechnung von 3,6 Millionen für die nächsten 12 Monate führt. Durch die zu erwartende Familienzusammenführung wird zurzeit über eine Größenordnung von 7 bis 8 Millionen Migranten für die nächsten Jahre spekuliert. Hunderttausende aus sicheren Herkunftsländern wie Rumänien, Bulgarien, Sinti und Roma, allein 450.000 Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Kosovo und aus Albanien. Hunderttausende vom afrikanischen Kontinent, 75% der Einwanderer muslimischen Glaubens. Es ist unbestritten, dass es unter all diesen Menschen einen großen Teil gibt, der friedlich und gesetzestreu unter uns leben möchte. Jenseits politischer Korrektheit eröffnet sich allerdings auch eine andere Seite der Realität, nämlich der Realität, in der die Erfahrungen mit Sinti und Roma in unserem Land nur bedingt positiv sind. Eine Realität, in der sich Kosovo-Albaner in unserem Land im Bereich der Schwer- und Schwerstkriminalität inzwischen einen ganz besonderen Ruf erworben haben. Einer Realität, in der 90% der Straftäter, die in Berliner Haftanstalten einsitzen, muslimischen Glaubens sind. Einer Realität, in der sich unsere Polizei in die von integrationsresistenten Migranten geschaffenen rechtsfreien Räume vieler Großstädte kaum noch hineintraut. Einer Realität, in der der größte Teil der Einwanderer auf unserem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar sein wird. Eine Realität sind auch die zahllosen Berichte aus Asylantenheimen über Erpressungen, Drogenkonsum, Diebstähle, Massenschlägereien und Vergewaltigungen. Solange unsere Volksvertreter glauben, sie könnten den sozialen Frieden allein dadurch bewahren, dass sie Polizei und Medien anweisen, Kriminalitätsstatistiken zu verschleiern, die Mitarbeiter der Auffanglager zum Stillschweigen verpflichten, während sie unser Land mit immer mehr Menschen fremder Kultur, fremder Religion, fremden Werten und Normen fluten, so lange wird der Widerstand unserer Bevölkerung wachsen, bis er in naher Zukunft stark genug ist, die Verantwortlichen abzuwählen. Und auch der verzweifelte Versuch, durch eine Änderung des Parteiengesetzes dem politischen Gegner, der AfD, die Finanzmittel zu entziehen, wird daran nichts ändern. Allein dieser Versuch zeugt von einem wirklich erbärmlichen Demokratieverständnis der Altparteien. Deshalb richten sich die letzten Worte meiner Rede direkt an Frau Merkel. Frau Merkel, im Namen des Volkes klage ich Sie an. Ich klage Sie an, Ihren Amtseid zu verraten,
deutsche Steuergelder zu veruntreuen, Verträge zu brechen und geltendes Recht zu beugen. Ich klage Sie an, den sozialen Frieden dieses Landes zu gefährden. Ich klage Sie an, die Unterdrückung demokratischer Meinungsbildung zu fördern und damit unsere demokratische Grundordnung zu beschädigen. Ich klage Sie an, die Auflösung unserer nationalen Identität voranzutreiben, Solidarität zu üben mit allen Völkern, außer dem eigenen. Ich frage Sie, was Ihnen das Recht gibt, anzunehmen, dass die arbeitenden Menschen dieses Landes bereit sind, für die wirtschaftliche Versorgung mehrerer Millionen illegaler Einwanderer mitzuarbeiten, während die Altersarmut großer Teile der eigenen Bevölkerung jeden Tag wahrscheinlicher wird. Und wenn Sie sagen, wenn Sie sich für Ihr Handeln entschuldigen sollen, dann sei dies nicht mehr Ihr Land. Dann sage ich Ihnen, dies war offensichtlich noch nie Ihr Land. Vielleicht war der sozialistische Unrechtsstaat der DDR, in dem Sie sozialisiert wurden und dem Sie lange aus tiefer und tiefster Überzeugung gedient haben, Ihr Land. Von der Rechtsstaatlichkeit dieser Bundesrepublik jedenfalls haben Sie sich um Lichtjahre entfernt. Ich sehe das Bild einer Claudia Roth vor mir, wie sie stolz ein Banner vor sich herträgt: Nie wieder Deutschland. Ich höre das Zitat, welches grünes Denken kennzeichnet: Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr. Und das finde ich einfach großartig. Dies, verehrte Dame, sind Ihre Brüder und Schwestern im Geiste, deren politische Doktrin Sie gerade umsetzen. Deshalb haben Sie das Recht verwirkt, dieses Land zu regieren. Deshalb fordere ich Sie hier und heute zum Rücktritt auf. Die Menschen dieses Landes waren schon immer bereit, hart für die Schaffung und Erhaltung ihres Wohlstandes zu arbeiten. Diese Menschen sind nicht länger bereit, zuzusehen, wie dieser Wohlstand durch Umverteilung vernichtet wird, und nehmen Sie zur Kenntnis, verehrte Dame, diese Menschen sind nicht das Pack. Diese Menschen sind das Volk.